Sich als Erwachsener an Minderjährige ranzumachen, ist nicht nur moralisch höchst verwerflich, sondern auch in fast allen Fällen strafbar. Trotzdem gibt es leider genug Volljährige, die immer wieder versuchen, unter 18-Jährige auf erschreckende Weise zu belästigen. In diesem Video wollen wir euch allerdings zeigen, was passiert, wenn man solche Täter auf frischer Tat ertappt und wie krass diese dann darauf reagieren. Beginnen wir dafür direkt mit einem 25-Jährigen namens David, der Ende letzten Jahres vom amerikanischen YouTube-Kanal OMMA bei einer schlimmen Aktion erwischt wurde. Zunächst fing alles harmlos an. David lernte eine Jugendliche auf einer Dating-App kennen und begann mit ihr zu schreiben. Nachdem er sie jedoch fragte, ob sie sich treffen könnten, schrieb sie, dass sie erst 15 Jahre alt ist. Für ihn war das jedoch kein Problem und er begann immer anzüglichere Dinge im Chat zu schreiben. Zunächst forderte er verschiedene Fotos von ihr, ehe er sich offensichtlich trotz oder sogar wegen ihres Alters dazu entschied, zu ihr ins Hotel zu fahren. Vorher machte er ihr noch unmissverständlich klar, dass sie niemandem jemals davon erzählen dürfe, da sie so sein Leben ruinieren würde. Zusätzlich sagte er aber auch, dass er gerne mehr von ihr will, was deutlich machte, dass seine Absichten weit über normales Abhängen hinausgingen. Im Hotel angekommen, war David dann tatsächlich alleine mit einer 15-Jährigen auf dem Zimmer. Was er jedoch nicht wusste, war, dass sie komplett eingeweiht und der ganze Raum mit Kameras ausgestattet war. Nach etwas Smalltalk fiel David dann jedoch eine der Kameras auf und er merkte, dass er mitten in eine Falle getappt war. Kurz danach kam dann das Team von OMMA in den Raum, um David für seinen Versuch, sich an eine Minderjährige ranzumachen, zu konfrontieren. Ihm wurde dabei sehr schnell klar, dass diese Aktion gewaltige Konsequenzen haben könnte. Auf einmal wurde er ganz kleinlaut und wollte alles tun, damit das Videomaterial gelöscht wird. Why do you say that? Oh, please, if you show it. In diesem Moment war das jedoch zu spät. Die YouTuber hatten nämlich bereits die Polizei kontaktiert, die nun durch die Tür kam und David festnahm. Zwar versuchte er sich noch zu rechtfertigen, aufgrund der Chats und der Kameraaufnahmen war der Fall jedoch glasklar und endete vor Gericht. Weiter geht's mit einem Fall, der so erschreckend war, dass er es vor 2 Jahren sogar in die amerikanischen Abendnachrichten schaffte. In der Kleinstadt Brunswick im US-Bundesstaat Georgia nahm die Polizei einen Mann namens Timothy Nielsen fest, nachdem dieser schon seit Jahren einen kriminellen Plan hatte. Doch von vorne. 2017 sah der mittlerweile 44-jährige Nielsen ein gerade einmal 8 Jahre altes Mädchen auf YouTube. Im Anschluss entwickelte er eine krankhafte Obsession, die dazu führte, dass er über Jahre hinweg jeden Schritt des Mädchens im Internet verfolgte. Dieses Stalking führte dazu, dass er sie jeden Tag auf Facebook und YouTube beobachtete, bis er herausfand, wo sie wohnt. 2022 machte er sich dann, wie gesagt, von seiner Heimat Oregon, die fast 5000 Kilometer entfernt am anderen Ende der USA liegt, auf den Weg nach Georgia, wo das Unheil zunächst seinen Lauf nahm. Dort angekommen, lief er zunächst von Haus zu Haus, um die Anwohner zu fragen, wo das mittlerweile 13-jährige Mädchen wohnt. Da den Nachbarn dies sehr seltsam vorkam, riefen einige von ihnen die Polizei, die dann sofort eingriff. Als sie ihn fanden, versuchte Nielsen, sich noch herauszureden. I've been after her for 5 years and I haven't heard nothing from her. If I find her one day, that's fine. If not, I can leave. I just want a no answer or yes answer. Da die Polizei jedoch wusste, dass Nielsen über Jahre hinweg übergriffige Kommentare unter den YouTube-Videos des Mädchens hinterlassen hatte, war den Beamten klar, dass er nicht aus Fürsorge, sondern wegen schlimmer Vorhaben nach Georgia gekommen war. Als sie ihm das sagten, wurde er wütend und begann die Polizei zu bedrohen und drehte schließlich endgültig durch. Whatever you think is paying you, whoever you think is paying you, I can pay you more. So, well, you're not paying me. I can pay you more. If it's money, that's fine. So what is if it's for diligence, I'm here for my woman. And if she does not want me, I will leave right now forever. Well, kurz danach klickten jedoch die Handschellen.
Sowohl die Polizei als auch die Eltern waren extrem froh, Nielsen geschnappt zu haben, bevor etwas Schlimmeres passieren konnte. Alle waren sich nämlich sicher, dass es ein furchtbares Ende genommen hätte, wenn er das Mädchen in die Finger bekommen hätte. So ein unangemessenes Verhalten kann sich aber auch auf Videoplattformen ereignen. Ein krasses Beispiel dafür ist Omegle, wo immer wieder Minderjährige mit Erwachsenen in denselben Chatraum gebracht werden. Dass sich darunter auch Menschen mit erschreckenden Neigungen befinden, zeigt dieses Beispiel. Hier will ein 60-jähriger Mann eine 16-Jährige dazu überreden, mehr von sich zu zeigen und macht dabei sehr unangenehme Kommentare. To talk to other girls or something? Is that why you're on here? Yes, but it's more than talk, it's true as well. It's more than talking? Yeah. You like to get freaky? Yeah. How old are you? I'm 60. How old are you? I'm 16. Should you get your tits out? Nach dieser schlimmen Aufforderung ließ der Mann jedoch nicht locker. You get your tits out? Your tits out. You don't show, do you? Do you want to show me your tits? Want to see my whole body? Oh, yeah, of course. Oh, yeah. Was der Mann nicht wusste, er war mitten in die Falle eines amerikanischen YouTubers getappt, der ihn dann eiskalt überführte. Etwas Ähnliches passierte mit diesem 40-Jährigen, der ebenfalls bei Omegle ein Mädchen anmachte, das sich als 15-Jährige ausgab. Nachdem sie ihm das sagte, begann er direkt damit, immer komischere Fragen zu stellen. What's the oldest guy you've dated? Chocolate or vanilla? Vanilla. Plane or train? Probably a train. Cowgirl or doggy? Spätestens jetzt war klar, dass der Mann ganz schlechte Absichten hatte. Auf ihre Frage, was er auf Omegle machen würde, sagte der 40-Jährige folgendes. Explore my darker side, I suppose. Nachdem er noch ein paar weitere schlimme Kommentare brachte, schaltete sich ein YouTuber ein, um ihn zu konfrontieren. That darker side is called pedophilia, my man. It's not pedophilia. You think asking a 15-year-old what position she liked isn't a little weird? I didn't say what position she liked. I'm pretty sure I heard cowgirl or doggy. If that's funny to you. It's not pedophilia, by the way. So you think it's normal to ask young children what their favorite sexual position is, huh? Look it up. It's not pedophilia. Well, I guess we're gonna see the people watch this things. Zwar versuchte er sich noch rauszureden, das half jedoch auch nichts mehr. Als nächstes kommen wir zu einem Fall, bei dem die Polizei offensichtlich in allerletzter Sekunde das Schlimmste verhinderte. Letztes Jahr wurde in New Mexico ein Auto aus dem Verkehr gezogen, nachdem es einige gefährliche Manöver gemacht hatte. Der 41-jährige Fahrer war offensichtlich betrunken, jedoch stellte sich bei der Verkehrskontrolle etwas noch viel Schlimmeres heraus. Als er ausstieg, fanden die Beamten auf dem Beifahrersitz nämlich ein offensichtlich verstörtes Kind. Why's your zipper, your buttons down in your crotch? Well, I probably just forgot. Nachdem die Polizei die Personalien des Mannes aufgenommen hatte, stellte sich etwas extrem Schockierendes heraus. Und zwar war der Mann bereits vorbestraft, da er in der Vergangenheit immer wieder Minderjährige kontaktiert hatte. Es wurde jedoch noch schlimmer. Auf dem Rücksitz saßen nämlich noch 5 weitere Kinder. Okay, how old are you? 14, thank you. Simple question. 14. Really 14? Yes, okay. Alle Kinder waren zudem offenbar als vermisst gemeldet, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass der Mann extrem schlimme Dinge mit ihnen vorhatte. Er schien sich zwar keiner Schuld bewusst zu sein, zum Glück nahm ihn die Polizei jedoch mit und brachte die Kinder zu ihren Eltern zurück. Als letztes haben wir noch kurz einen weiteren Fall, bei dem ebenfalls in letzter Sekunde eine echte Katastrophe abgewendet werden konnte. Vor wenigen Wochen wurde in den USA nämlich ein 2-jähriger Kind gemeldet, das die Eltern seit einigen Stunden vermisst hatten. Schnell wurde klar, dass ein erwachsener Mann das Kind entführt hatte und in einem schwarzen Truck in eine Garage brachte. Hier schien er es dann mit anderen Erwachsenen festzuhalten, was viele darauf schließen ließ, dass es sich um eine organisierte Aktion gehandelt haben muss. Zum Glück hatte die Polizei die Spur jedoch rechtzeitig aufgenommen und war zu allem bereit, um das Kind zu befreien.
Schnell wurde der Mann auch entdeckt und verhaftet. Zum Glück war das Kind noch unversehrt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass hier etwas ganz Schlimmes geplant war. Der Mann wurde anschließend verhaftet und mitgenommen. Seine Reaktion darauf war fast schon stoisch und er schlief im Polizeiauto ein. Seht euch nun auch gerne dieses Video hier an. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!